Wie kommt die Ananas in den Supermarkt? Ein Dohlschiff mit frischen Ananas aus Costa Rica erreicht den Hafen von Antwerpen. Hier kommen die Ananas an, welche man später bei uns im Supermarkt kaufen kann. Die Ananas werden aus dem Schiff entladen. Halt, stopp! Und woher kommt das Schiff? Das Schiff kommt aus Limón, Costa Rica. Wir sehen das Hauptbüro von Dole in Limón. Von hier aus wird der Weitertransport organisiert. Alle Informationen zur ankommenden Ware werden in das Tracking-System eingegeben. Auf diesem Gelände befindet sich auch die Dole-eigene Reparaturwerkstatt für LKW und Container. Der Dole-LKW hat nun das Container-Terminal in Limón erreicht. Alle von den Plantagen ankommenden Container werden von außen gereinigt und überprüft. Hier können bis zur Ankunft des Schiffes 800 volle Kühlcontainer mit Strom versorgt werden. Lagerplatz ist für 2000 Container vorhanden. Bei den hier wartenden Containern wird die Temperatur alle 4 Stunden überprüft und notiert. Stichprobenartig werden die Lastwagen gewogen. Nach Ankunft des Schiffes in Costa Rica werden diese Container dann zum Hafen gefahren. Während die Dole Europa beladen wird, verlässt die Dole Chile, eines der größten Kühlcontainerschiffe der Welt, mit 1000 Containern den Hafen von Moín in Richtung Amerika. Die Ananaspaletten werden aus den Kühlcontainern entladen, um mit einer Kranvorrichtung in den Bauch des Schiffes gebracht zu werden. Jede Palette, die aufs Schiff kommt, wird genau notiert. Auch hier wird wieder die Qualität kontrolliert. Die Temperatur der Ananas wird gemessen. Das Dole-Schiff hat 4 Laderäume mit einer Tiefe von 3 bis 4 Stockwerken. Innerhalb der Laderäume werden die Paletten mit Hubwagen verstaut. Die Beladung der 4 Laderäume dauert etwa 36 Stunden. Die Luken werden geschlossen. Das Schiff ist nun mit 2060 Paletten Ananas beladen. Die Dole Europa kann jetzt ihren Weg nach Belgien antreten. Mit Hilfe des Lotsen verlässt das Schiff ganz langsam den kleinen Hafen von Moín. Wir verabschieden uns aus Costa Rica und fahren hinaus in die Karibik. Die Bananenfracht erreicht nach etwa 5000 Seemeilen und 13 Tagen Fahrt das Festland von Europa. Das Dole-Schiff fährt in den Hafen von Antwerpen in Belgien ein.